So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Let's Play Advanced Wars. In der letzten Folge haben wir die Helikopter kennengelernt und die Panzerpatrouille gemacht. Jetzt kommen wir zum Luftangriff. Gute Neuigkeiten, Kampfpanzer und so weiter. Luftangriff! So, also, was haben wir denn? Wir haben Tag 1 und... Nell, du machst deine Truppen schon wieder mobil. Nun, du bist zu spät. Fliegt, meine Könige der Lüfte. Schlagt die verbliebenen Truppen und zerstört dann Nels restliches Heer. Peng. Fingierter Kampf ist fingiert. Ich fange an hier mit Kämpfen und so. Rot fängt an. Also ihr seht schon, Deckung ist null im Luftraum. Es gibt also keinen Deckungsbonus. Da, wir werden verlieren, wir sterben hier gleich. Wir sterben. Und das ist nicht mal Olafs Musik, oder? Erstmal grinst sie total. Meine Befürchtungen waren berechtigt. Yay! Zweitens mal hatten die gerade unsere Musik für den Kampf gehabt. Er hat Bomber und Jäger. Das sieht wirklich böse aus. Und hier stationierten Truppen wurden um einiges dezimiert. Wir müssen Olaf aufhalten, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Das ist ein Wendepunkt. Wir müssen stark sein. Zunächst kläre ich dich über eine neue Einheit in deinem Heer auf. Du weißt jetzt, wie Kampfpanzer einzusetzen sind, nicht wahr? Andere Bodentruppen können ihnen so gut wie nichts anhaben. Aber du hast gesehen, Bombern sind sie schutzlos ausgeliefert. Okay, betrachten wir diese Flak-Einheit. Flak steht für Flugabwehrkanone, für die Leute, die es nicht wissen. Mal sehen, was sie kann. Wähle sie bitte an. Okay, wir sollen jetzt die Flak-Einheit auf den Kampfheli schicken und feuern. Und ihr seht 120 Schaden. So werden Flak-Einheiten eingesetzt. Ja, ist irgendwie logisch. Mech und Infanterie im Besonderen sind sie effektiver als Jagdpanzer. Aber Jagdpanzer unterliegen sie im direkten Kampf. Du weißt, klar, übernimm du jetzt. Hättest du gern einen Ratschlag? Nein. Nun, also gut, hier ein paar Hinweise. Nein, habe ich gesagt. Die Jäger und Bomber haben nur noch wenig Munition und Benzin. Anfangs war ich etwas besorgt, aber wir können es doch noch schaffen. Bei Flugeinheiten musst du immer auf den Benzinverbrauch achten. Helikopter verbrauchen, wie gesagt, 2 Benzinerhände pro Tag. Hat sie in der letzten Mission gesagt, haben wir nur noch übersprungen. Jäger und Bomber verbrauchen 5 Einheiten pro Tag. Ohne Benzin stürzen sie ab und die Einheiten sind verloren. Mach das Beste aus dieser Info. Über alles weitere reden wir, wenn die Bomber und Jäger geschlagen sind. Hals- und Beinbruch, ich zähle auf dich. Ja. Schauen wir mal, wie weit die noch kommen. 12, also... Ja, wir können wieder mal schauen, also Bomber können 12 weit fliegen und sind sehr effektiv gegen alle möglichen Land- und Seeeinheiten, also Infanterie, Fahrzeug, Schiff und U-Boot, haben aber nichts auszusetzen gegen im Luftkampf und Jäger hingegen sind nur auf die feindliche Luftwaffe eingesetzt, ist ein bisschen problematisch. Da sie gegen Bodenangriffe wie Flaks komplett schutzlos sind. Dafür sehr effektiv gegen Luftwaffe und ja, höchster Bewegungsradius, ne? 9. Und natürlich Flugeinheiten und so. Gehen wir nicht auf die Ketten. Das sind... Moment, hat der eigentlich Räder? Der hat Räder, ne? Der hat Ketten. Deshalb leichter einzusetzen, stimmt. Deswegen kommt er auch weiter. Der hat nur eine Reichweite von 5, während der Jagdpanzer eine Reichweite von 6 hat. Deswegen können wir jetzt genauso weit, aber bringt ja nicht viel, ne? Ich weiß noch nicht genau, was ich damit will, aber... warte, wie weit kommt der Jäger? Wenn ich ihn jetzt ranlocken würde, wäre das gefährlich. Das heißt, ich setze ihn da hin. So, das da hoch. Ration.
Ist auch gut, manchmal seine Einheiten in einem Kreuz aufzustellen, einfach um ihnen Rationen zukommen zu lassen. Ist manchmal ganz nützlich. Ich würde auch sagen, dahin, ne? Jetzt gucken wir mal, wie er weiter vorzieht. Nein, das sind meine Städte und so. Arschloch und so. Der Witz ist, wir könnten jetzt natürlich versuchen, irgendwie unsere Flak darunter zu ziehen, aber ihr seht 0 und 1. Nächste Runde werdet ihr mal sehen, was passiert, wenn die kein Benzin mehr haben. Nio. Was jetzt rein theoretisch blöd war, weil sie in Deckung befinden sich, hat einen ganz praktischen Hintergrund. Sie besetzen das Haus. Das stört mich. So, da gegen Flugzeuge eh noch nicht so viel haben. So, ich würde sagen, dorthin. Der Kampfpanzer kann das blockieren. Jetzt können wir natürlich dort Schaden bereiten, aber ich habe sie falsch hingestellt. Das war ein Fehler. Ihr habt jetzt gesehen, was so alles können, die Leute. So, Ration ist immer gut. Zack. 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 Und jetzt, schaut mal. Peng und Peng. Das war's mit seinen Flugzeugen. Er hat natürlich jetzt ein Gebäude eingenommen. Und, was ich dachte fast, er versucht es einzunehmen und nicht sehr effektiv. Okay, er hat 6 davon weggekriegt, aber das ist nicht viel. Wenn ich das mal nochmal so erwähnen darf. Eine Deckung mehr, aber wir haben einen Panzer von ihm erwischt. Oder einen Punkt. Ein Panzerpunkt sozusagen. Ich würde sagen, wir greifen erstmal den Trupp an. Und nachdem er jetzt noch 40% hat, versuchen wir, ihn mit dem Platz zu machen. Genau, das reicht. Und jetzt können wir mal schauen, wer stärker ist. Also wenn ich jetzt... haben wir 105. Wenn ich den Kampfpanzer hinschicke, 95. Der Witz ist halt, dass der Kampfpanzer für andere Sachen noch nützlich ist. Deswegen nehmen wir den jetzt auseinander, dort einfach mal. Aber ich meine, mit 105% kann nicht viel schief gehen. 95% könnte einer übrig bleiben. Wir kennen das mittlerweile. So, was machen wir? Wir schicken die Einheit erstmal zurück, damit sie sich erholt. Und schicken die Einheit rein. Zack. So. Schießen den da so ein bisschen von unten, von oben nach unten. Ich wollte gerade sagen, wir holen ihn vom Himmel, aber wir sind ja am Himmel. Und jetzt noch hier mit dem Kampfpanzer. Schaut mal, 85% des Jagdpanzers können wir uns einfach so mitnehmen. Er hat noch eine Einheit übrig, was uns natürlich sehr freut. Ich meine, im Endeffekt hat er jetzt eigentlich nichts mehr. Natürlich hat er auch noch einen Helikopter. Da müssen wir uns nachher mal holen. Aber dort steht er ein wenig doof. Er hat jetzt seine Einheiten geeint, wie wir sehen. Das ist 73%. Von hier können wir eh nichts erreichen, aber wenn wir dort stehen bleiben. Den hier so schön einkesseln. Wir erstmal sein Heli bedeutend schwächen. Ich weiß, ja, wir werden auch ein wenig was abkriegen. Aber wir konnten ihn wirklich bedeutend schwächen. Was uns einiges leichter macht. Jetzt schauen wir, ob wir 52% sollte reichen. Er wird sich auf jeden Fall nicht erlauben, mein Flakgeschütz anzugreifen. Und mit dem... Okay, ohne die Deckung. Merkt ihr?
Es macht wirklich viel aus. Es hat drei Deckungen und normales Geländer hat eine Deckung. Mein Kampfpanzer hält natürlich defensiv, glaube ich, mehr aus als die Flak. Deswegen, aber nun 95%, jetzt wo es schon geschädigt ist, ist das ein wenig höher geworden. So. Warum das Ganze eigentlich hier noch? Keine Ahnung. So. Eigentlich bräuchte ich die Einheiten hier drüben gar nicht. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Bam, bam, badadam, bam. Immer auf die kleinen, schwachen und wehrlosen, ne? Kampfpanzer, 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 Kampfpanzer. Schaut mal, was wir immer noch weggenommen haben, obwohl er schon geschädigt war. Natürlich hat er jetzt seinen Kampfpanzer ganz doof hingestellt, ne? Das heißt, wir werden natürlich erst seinen Kampfpanzer angreifen mit dem Fernkampfwaffen, was natürlich, ja, etwas anderes wäre sinnfrei. Jetzt greifen wir ihn an. Er ist auf offener Strecke. Natürlich ich ein wenig geschwächt, auch schon. Aber wir können ihn immerhin zwei Einheiten wegnehmen, während er uns nichts wegnehmen kann. Mit dem können wir jetzt dahin. Und schaut mal, unser Kampfpanzer zum Beispiel. Noch keinen Schaden genommen. Unser Jagdpanzer hat auch noch keinen Schaden genommen. Und unser Ego erstmal. Da kann der Kampfpanzer auch nicht hin. Und wisst ihr was? Die da hinten sind mir egal und so. Da ich zurzeit gerade eh keine Fonts brauche, ist mir das eigentlich alles egal. Der kann sich nicht wehren. Also das ist logisch, ne? Hat zwar noch mehr, na klar, aber ihr wisst ja immer auf die kleinen, schwachen, wehrlosen. Wie weit schießt der? Dahin, ne? Genau. Also jetzt nicht dahin, ne? Genau. Ah, er kann keine Flugeinheiten angreifen, was auf jeden Fall sein Ende in der nächsten Runde besiegeln wird. So. So. Haltet. Nein. Ich meine, besetzen ist zwar sinnlos, aber das hält ihn hier ein bisschen auf. Also er kann ja jetzt, zum Beispiel da kommt er gar nicht rein. Und wenn er hier nicht rum kann, muss er hier den Weg rumnehmen. Das heißt, er ist. Sonst könnte er dort nämlich noch hin und das kann er so nicht. Also es ist immer gut, den Gegner ein wenig aufzuhalten. Und ich sage, wir schaffen wieder eine Mission. Was soll das nur in den Story-Missionen dann werden? Wenn die jetzt alle schon so lange dauern. Okay. Ich glaube, wir schaffen das diese Runde jetzt sogar. Weil. Auf jeden Fall. Wir versuchten auch einen Transportheli anzugreifen, einen Kampfpanzer, ganz ehrlich. Selber schuld. Männer verliert. Nun, wir wissen, dass Olaf seine Bombardierjäger bereitgestellt hat. Die Tatsache, dass er es versäumte, sie zu versorgen, hat uns gerettet. Viel Glück beim nächsten Einsatz. Mach weiter so. Ich habe eine andere Stimme. Wir haben vergessen, den Zin nachzufüllen! Was denken sich diese Idioten bloß? Ist das denn wirklich so schwer? Verdammt! Wartet nur bis zum nächsten Mal, wenn ich schon wieder eine andere Stimme habe! Oder so. Hervorragend, Fox. Ja, irgendwie bin ich auch zurzeit ein wenig halskratzig, also das ist nicht so schlimm. Ihr wisst, dass ich es habe mit Stimmen und so, ne? Ja, wir wollen überschreiben.
Und ich würde sagen, Leute, das war's für heute. Morgen Raketen und Missiles sind Thema in diesem Briefing über Fernangriff. Das seht ihr morgen, würde ich mal sagen. Bis dahin und tschüss.